Was passiert, wenn nichts passiert? Wenn durch den Klimawandel die Temperatur steigt, haben wir dann vielleicht endlich mal einen warmen Sommer? Ja und nein. Wenn wir nicht auf unser Klima achten, werden wir 2094 eine Reihe tropischer Nächte mehr, allerdings auch deutlich mehr Starkniederschläge haben. Wir reden oft von Klima, meinen aber eigentlich das Wetter. Worin liegt aber der Unterschied zwischen Klima und Wetter? Grob könnte man wohl sagen, Wetter ist kurzfristig, Klima ist langfristig. Das Wetter ist der kurzfristige Zustand der Atmosphäre, also ob es heute oder morgen heiß ist, ob es regnet oder vielleicht auch schneit. Das Klima ist der Zustand der Atmosphäre über einen längeren Zeitraum. Aber beim Klima spielt auch die Region eine Rolle. Wir unterscheiden verschiedene Klimaregionen. Im Süden Europas ist es zum Beispiel wärmer. Deshalb fahren wir ja auch ganz gern dahin in den Urlaub. Wir sind in der gemäßigten Klimazone. Man kann sagen, je weiter man vom Äquator weg ist, desto kühler wird das Klima. Mithilfe von Klimamodellen hat man nun errechnet, wie sich das Klima unter bestimmten Bedingungen entwickeln kann. Alle Prognosen unterscheiden sich zwar ein wenig, allen gemeinsam ist aber, dass sie voraussagen, dass unser Klima sich erwärmen wird. Und das umso mehr, je weniger wir an unserer Lebensweise ändern. Ganz zu Beginn hatten wir schon eine mögliche Auswirkung. Unsere Sommer werden immer heißer. Aber auch unsere Winter werden wärmer. Man könnte auch sagen, dass ein Winter im Jahr 2094 einem langen November ähnelt. Denn auch das wird voraussichtlich passieren. Es wird viel mehr sogenannten Starkregen geben als heute. Und mit dem haben wir ja inzwischen auch schon hinlänglich Bekanntschaft gemacht. Jetzt kann man meinen, alles halb so wild. Aber das Wetter bietet uns ja heute schon reichlich Anlass zum Ärgern. Seien wir mal ehrlich, unser Sommer war doch ziemlich durchwachsen. Und das sind sie seit ein paar Jahren schon. Eine durchschnittliche Erwärmung von 4 Grad klingt zwar nicht nach viel, die Auswirkungen, die diese Erwärmung auf das Wetter hat, sind allerdings extrem. Machen wir uns nichts vor, beim Klimaschutz geht es in erster Linie um Menschenschutz. Unserer Natur ist es egal, was wir mit ihr machen, sie wird sich irgendwann von uns erholen. Ob wir in dem Lebensraum, den wir uns erschaffen haben, leben können, ist eine Frage, die wir diskutieren und uns beantworten müssen. Und danach, nur danach, müssen wir handeln. Wir können gemeinsam etwas tun.